Nach einem beendeten Einsatz treffen Erik Stein und Paul Richter in Braunsfeld auf eine junge Frau, die gerade Opfer eines Brandanschlags wurde. Guten Tag. Hallo. Was haben Sie denn? Ja, ich weiß nicht, da ist hier irgendwas runtergeflogen aus dem Fenster. Das habe ich doch auch verbrannt. Keine Ahnung. Ist qualmend. Meine Haare sind fast abgeflammt. Ich konnte sie gerade noch so löschen. Ach, Sie haben das jetzt abbekommen, oder? Ja, ich habe das aus dem Fenster, aus irgendeinem Fenster geflogen. Schauen Sie mal, Sie haben hier auch überall Brandlöcher, ne? Ja, ich weiß, es kam einfach so auf mich geflogen. Ich kam gerade die Straße hier runtergelaufen. Sie haben auch nicht gesehen von wo, oder? Ja, nee, nicht ganz. Also ich konnte was erkennen. Ich konnte einen kleinen Jungen erkennen. Der war jetzt da oben am Fenster ungefähr. Ja. Unsere Blicke haben sich kurz getroffen, aber mehr konnte ich haben leider nicht. Haben Sie mal einen Ausweis für den Kollegen oder für mich, dass Sie mir einen Ausweis geben können? Scheiße, ist alles kaputt hier, Mensch. Ja, ich sehe es. Gar nicht. Ich weiß nicht, was der Junge für eine Erziehung genossen hat, aber hier mich einfach abzubrennen, ist völlig Blödsinn. Das Richtige. Frau Morsch. Ja. Sven Drews. Damit ist klar, wem die aus dem Fenster geworfenen Schulhefte gehören. Unklar ist allerdings, ob der Schüler auch tatsächlich die Sachen in Brand gesetzt hat. Die Beamten gehen der Sache nach. Guten Tag. Guten Tag. Die Polizei Köln. Ja. Sind Sie Frau Drews? Ja. Ah, wunderbar. Zu Ihnen wollten wir. Kommt Ihnen das Heft bekannt vor? Das von meinem Sohn, ja. Ja, das ist hier gerade brennend aus dem Haus geflogen und hat eine Dame geschädigt, die vom Haus lang gelaufen ist. Und aus dem Grunde würde ich ganz gerne mal mit Ihrem Sohn sprechen, wenn das möglich ist. Ist er daheim? Der ist zu Hause, ist in seinem Zimmer, macht Hausaufgaben. Dann würden wir vielleicht sofort mal ansprechen können. Können Sie sich erklären, warum da brennende Heftteile von ihm aus der Wohnung fliegen? Nein, das könnte ich mir nicht erklären. Ja. Sprechen Sie mal an, mal gucken, was er sagt. Dürfen wir mit? Ja, kommen Sie ruhig mit. Sven? Ja. Hallo, du bist Sven? Ich bin Erik, das ist der Paul. Ja. Kannst du uns sagen, ob du hier brennende Hefte aus dem Fenster geworfen hast? Nein, ich mach sowas nicht. Ich sitze die ganze Zeit an meinen Hausaufgaben. Ja? Was machst du denn im Zimmer? Ich muss die A4 und die A5 abschreiben. Okay, jetzt sieht's ein bisschen. Also die junge Dame sagte uns auch, dass das ja von oben rausgefallen wäre. Ne? Sie zeigt ja auf das obere Fenster. Ja. Ich guck mal gerade auf den Tisch, ich will mal wissen, ob du ein Feuerzeug oder sowas liegen hast. Nee, aber kannst du mir sagen, wer Marvin ist? In welcher Klasse bist du? Ich bin auch in der 5B. Du bist auch in der 5B? Der Marvin ist der Nachbarn von oben. Die gehen in dieselbe Schule, in dieselbe Klasse? Ja, in die gleiche Klasse. Der Marvin ist halt. Und die wohnt über ihnen? Ja. Ja, weil die junge Dame uns auch sagte, dass dein Heft von oben gefallen sei. Also mich wundert jetzt ein bisschen, wieso dein Heft von oben fällt und hier eine Dame trifft, und die vorbeigeht. Und warum das Heft von Marvin hier unten ist. Und wieso Marvins Heft hier bei dir unten ist, das würde ich auch mal gern wissen. Also heute ist der Marvin, der muss halt seinem Vater bei der Arbeit helfen und dann mache ich heute mal eine Ausnahme und helfe ihm bei den Hausaufgaben, also mach seine Hausaufgaben. Das ist aber so nicht gedacht, ne? Der soll seine Hausaufgaben selber machen, das hat einen Lerneffekt. Ja. Und wieso hilft er seinem Vater bei der Arbeit, macht der Vater denn? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Aber der hat dich nicht gezwungen oder so, das ist... Nein, du hast ihm die Hilfe angeboten? Ja. Du kannst ruhig die Wahrheit sagen. Ja, das ist die Wahrheit. Okay. Ja, Sven, dann machen wir mal Folgendes. Ich würde dann trotzdem mal gerne versuchen, da in der oberen Etage jemanden anzusprechen. Ja. Sie meinen, dass die beide weg sind? Kriegen Sie das mit, wann die kommen oder wann die gehen? Nee, weiß ich nicht. Aber wir können gerne schauen gehen. Wir kommen auch gerne mit. Ja, dann zeigen Sie uns einmal, wo die wohnen. Sie kennen sich ja hier aus. Ja. Willst du das Heft von dem Marvin mal mitnehmen? Ja, komm. Ja, das... Dann zeigen Sie uns mal bitte den Weg. Können wir noch mal fragen. Also wie gesagt, ne, Sven, der Sinn der Hausaufgabe ist ja, dass der Marvin die natürlich auch selber macht, genauso wie du. Guten Tag. Das ist der Herr Kuhl, das ist der Marvin. Also, hallo. Herr Kuhl, mein Name ist Richter, ich bin von der Polizei. Der Kollege ist der Kollege Stein, der ist auch von der Polizei. Ich grüße Sie. Hallo. Darf ich Sie kurz mal stören? Ja, natürlich. Und zwar bin ich auf der Suche nach Ihrem Sohn Marvin. Der Marvin ist draußen zum Spielen, der müsste im Garten sein. Der müsste im Garten sein, weil eben aus der oberen Wohnung wohl ein brennendes Heft gefallen ist, hat unsere Zeugin gesagt. Aber er ist draußen, der müsste jetzt am Spielen sein. Und wir haben jetzt einmal gehört, dass so, er heute bei Ihnen... Gehen wir kurz schauen. Ja, zeig mal. Weil uns wurde gerade gesagt, dass er wohl bei Ihnen auf der Arbeit helfen solle und da waren wir ein bisschen... Nein, Marvin muss mir nie bei der Arbeit helfen, das ist ja Kinderarbeit. Ja, so nein, sehen wir nein, das nein, nämlich nein. Auch. Also Marvin hilft mir auf keinen Fall bei der Arbeit, er ist beim Spielen. Darf ich fragen, was Sie beruflich machen?
Gärtner, ich bin Gärtner. Sie sind Gärtner? Ja, ja. Okay. Dann zeigen Sie uns doch mal bitte, wo der Junge sein soll. Im Garten, kommen Sie doch gerade mit. Haben Sie einen Häcksler hier? Ja, im Garten haben wir einen. Läuft, ja? Gerade. Ja, so zum Arbeiten, natürlich. Ich bin ja ein bisschen verwirrt. Hier, gerade um die Ecke. Oh, was machst du da? Nimm die Finger da weg, Was soll denn das? Marvin, was war das jetzt? Was solltest du da machen? Komm, geh mal einen Schritt beiseite. Warum steckst du da die Finger rein? Das ist gefährlich. Wolltest du das jetzt kaputt machen? Sag ich nicht. Gib das mal bitte her. Sag doch, was du gerade machen wolltest. Das sah ja aus, als ob du es kaputt machen wolltest. Hm. Nein. Wieso wolltest du das denn kaputt machen? Das ist eine Sachbeschädigung. Sag doch, das ist die Polizei. Sag doch mal, was wolltest du machen? Möchtest du nicht drüber reden? Ist irgendwas passiert oder was ist los? Warum? Wem gehört denn das? Das ist mein Longboard. Das ist dein Longboard? Ja, das ist meins. Und wieso willst du sein Longboard da reinschmeißen? Er macht deine Hausaufgaben und als Revanche möchtest du seine Sachen kaputt machen. Ja, weil er Fehler reinmacht. Er macht meine Hausaufgaben nicht richtig und dann dachte ich, hat er verdient. Wie macht deine Hausaufgaben? Marvin, was meinst du? Ganz kurz, darf ich dazwischen grätschen? Wieso macht er denn deine Hausaufgaben, Marvin? Ja. Ha? Hab ich nicht verstanden. Sven, sag jetzt mal, du kannst ruhig die Wahrheit sagen. Er zwingt mich immer dazu, die Hausaufgaben von ihm zu machen und ich wollte das nicht mehr machen. Dann habe ich Fehler eingebaut. Ja, okay. Wie alt seid ihr denn beide, wenn ich fragen darf? Ich bin 10. Du bist 10. Du bist 12. Und ihr geht in eine Klasse? Ja. Hast du eine Ehrenrunde gedreht oder? Oder zwei. Okay, Marvin, wie kommt es, dass das Heft brennend bei euch aus der Wohnung fällt? Das wüsste ich auch gerne. Ja, das würde ich auch gerne mal wissen. Da ist eine Frau entlang gelaufen, die hast du jetzt verbrannt. Ne? Die hat eine verbrannte Schulter, verbranntes Oberteil. Das kann und doch deswegen nicht wahr hat sein. Die uns die Haare angekokelt. Sag, dass du das nicht gemacht hast. Was hast Hätte du gemacht? Er bloß keine Fehler eingebaut. Aber was soll das denn alles? Ich meine, mit den Fehlern ist ja eine Sache. Das könnt ihr untereinander regeln. Aber wieso muss er denn deine Hausaufgaben machen? Hast du keinen Bock dazu oder irgendwie? Nee. Oder kannst es nicht, oder? Ich bin schon mal sitzen geblieben und ja, keine Lust, das nochmal zu machen. Ja, aber das ist doch kein Grund, ihn deine Hausaufgaben machen zu lassen. Das ist natürlich auch der ganz falsche Weg, dann jemand anderen die Hausaufgaben für sich selbst machen zu lassen, weil so hast du ja noch weniger Lerneffekt. Ja, das ist immer eine gute Frage. Ne? Wer macht meine Hausaufgaben morgen? Ja, Erik und ich, wir waren selber mal Schüler. Wir wissen natürlich, dass das eine der unschönsten Aufgaben ist, nach Hause zu kommen und die Sonne scheint. Und dann muss man auch noch irgendwie die Matheaufgaben lösen. Fakt ist aber auch, das hat ja einen Hintergrund, das haben wir den Jungs auch erklärt, die sollen das ja lernen, sich auf den nächsten Tag damit vorbereiten, beziehungsweise gewisse Inhalte verinnerlichen. Ich kann gestehen, ich habe da auch nicht immer Lust zu gehabt und wir haben es dann meistens irgendwie im Bus, in der Schule mal die letzten Aufgaben zumindest überprüft und nachgearbeitet. Das soll aber kein beispielhaftes Verhalten sein. Ne? Grundsätzlich, man hat immer mehr davon, wenn man sich da die halbe, dreiviertel Stunde zu Hause auf den Boden setzt und dann seine Freizeit genießen kann. Und dann hat man morgens auch ordentliches Zeug in der Tasche und kann damit dienlich dem Unterricht weiterhelfen. Immer zu, ihr seid ja beide zwei große Jungs und kriegst das ja wohl irgendwie hin. Marvin, was ich nicht gut finde, ist, dass du versuchst auf Druckart und Weise nur hier so ein Longboard in den Häcksler zu stecken und dann irgendwie Druck auszuüben und dann zu sagen, du machst mir meine Hausaufgaben. Das funktioniert, du musst sie selber machen. Das ist deine Aufgabe, das ist dein Beruf, das ist dein Job. Und der muss ordentlich gemacht werden. Wenn das alles zu viel ist, dann muss sie eine ordentliche Nachhilfe suchen. Ich denke, da wird dein Vater dir mit Sicherheit bei helfen. Und Sven, bei dir ist es so, du musst natürlich Sachen auch dann einräumen, wenn die Polizei dich sowas fragt. Ne? Wenn wir da reinkommen und sagen, hier, dein Heft ist brennend auf eine Frau gefallen, dann brauchst du nicht versuchen, hier irgendwie jemanden zu schützen. Sache ist die, das ist nicht mein Heft, ist mein Heft, aber es ist nicht aus meinem Fenster gefallen. Dann wären wir da ganz anders vorgegangen gerade. Also ich erwarte von euch zweien, dass ihr euch wie große Jungs und wie erwachsene Jungs benehmt und nicht wie zwei Fünfjährige, die sich über ein Polizeiauto streiten, mit dem sie nebenbei spielen. Ja. Das ist verständlich, was ich gesagt habe. Ja. Als kleinen Ansatz, was vielleicht ganz gut wäre, wenn du gut in der Schule bist und dich mit dem ganzen Stoff auskennst und du nicht, dann wäre es ja vielleicht ganz nett, wenn du ihm freiwillig hilfst. Da der Schüler noch nicht strafmündig ist, erwarten ihn zwar keine Anzeigen. Dennoch ist durch seine unüberlegte Tat ein Schaden entstanden, der bezahlt werden muss. Also mein Vorschlag an dieser Stelle, gebt euch die Hand, versucht jetzt nochmal von neu anzufangen. Wenn du dich bereit erklärst, ihm zu helfen, du dich bereit erklärst, die Hilfe anzunehmen, dann ist ja allen geholfen. Ja, macht ihr das? Jetzt müsst ihr aber nochmal gucken, wie wir das machen, weil die Frau, die war vorhin beim Friseur, die Haare sind angekokelt, die hat ein Loch im Oberteil. Wir wissen nicht, wie teuer das war, aber es muss natürlich ersetzt werden.
Wir gucken mal, was wir da machen. Ja. Wollen wir gerade mit dem Vater sprechen. Ne, macht eure Eltern nicht unglücklich. Ich werde das natürlich ersetzen, was da geschehen ist bei der Frau. Das tut mir leid. Ich muss mich nur entschuldigen. Haben Sie einen Ausweis von sich dabei? Ja, natürlich. Dann würde ich Folgendes machen. Im Rahmen des Personalienaustauschs würde ich Ihnen die Möglichkeit nachher geben, ich schreibe was dazu. Ja. Aber keine Anzeige, also keine Angst. Ne? Ihr kriegt da jetzt keinen drüber gebackt. Aber damit Sie die Frau Morsch mal kontaktieren können, beziehungsweise sie die Herr Kohl kontaktieren kann. Ja. Machen wir einmal einen Datenaustausch. Sie bekommen, wie gesagt, Post von uns. Okay. Da wird das nochmal erläutert, was hier passiert ist. Ja. Und dann können Sie unter Umständen den Schadenersatz selbstständig vornehmen. Dann sind wir aus der ganzen Sache raus. Ja. Ne? Dann haben wir ja auch nicht ein großes Problem mit den Jungs. Achten Sie bitte ein bisschen darauf, dass die beiden, dass der eine nicht den anderen unterbuttert. Und, ne? Okay. Sie haben es ja gerade mitbekommen, wie es hier anscheinend abgelaufen ist. Ich kann mich nur Kinder entschuldigen. Kinder machen so einen Quatsch. Ja. Ne? Das ist halt so. Aber Jungs, ne? Ihr seid groß. Inzwischen und ne, mit euch rede ich nicht mehr wie mit Vierjährigen. Ist auch klar, ne? Und Sachen von fremden Leuten kaputt machen geht auch nicht. So, okay, noch irgendwelche Fragen, das wollen wir machen? Nein, ich sage nur noch mal Entschuldigung für alle. Ja, Sie können auch nichts dafür, ne? Machen wir werden es auf alle Fälle ersetzen. Dankeschön. Wiederschauen. Viel Erfolg. Und hier sauber bleiben, ne? Tschüss, Männers.